Hallo ihr Hübschen und herzlich willkommen hier zu Lin News. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und es gibt ein Update. Ein Update nämlich zum NSU 2.0. Falls ihr vergessen haben solltet, worum es da geht, ich hatte vor einigen Videos schon mal drüber berichtet, dabei handelt es sich um die Absender, die eben ihre Drohbriefe zum Beispiel gegen Anwälte und Anwältinnen, die gegen Täter aus dem rechtsextremen Spektrum ermitteln oder einen Migrationshintergrund haben oder eben auch Kabarettisten und Kabarettistinnen mit Migrationshintergrund angreifen, ihnen mit dem Tode drohen und dabei schon herausgekommen ist, dass diese Informationen, diese privaten Informationen über diese Persönlichkeiten eben von Polizeicomputern abgerufen worden sind. Sich dabei selbst als Absender dann auch noch NSU 2.0 zu nennen, lässt ganz klar erahnen, wessen Geisteskind das ist und wofür diese Täter und potenziellen Gewalttäter die Reise eben hingeht. Der NSU 1.0 hat damals schließlich 10 Menschen ermordet, etliche verletzt und Banken ausgeräumt. Sich selbst dann als den Nachfolger dessen darzustellen, ist mehr als einfach nur eine Drohung. Dahinter steckt ja im Kopf schon ein ganzes Konstrukt, ein ganzer Plan. Umso schlimmer ist es eigentlich und umso fassungsloser muss man sein, dass die Ermittlungsbehörden aktuell von 4 Polizisten als Tätern oder zumindest als Teil des Täterkreises ausgehen. Und diese vermuten sie in Hamburg und Berlin. Der Stand der Ermittlungen ist zu großen Teilen natürlich Verschlusssache. Ganz klar, man will diese Ermittlungen ja auch nicht gefährden. Aber sobald es da Neuigkeiten gibt, halte ich euch darüber natürlich gerne auf dem Laufenden. Dass es diese Art von Gedankengut, also rechtsradikalem oder rechtsextremem Gedankengut bei mehr als nur potenziell diesen 4 Polizisten hier in Deutschland gibt, ist ein Riesenproblem, das sich auch immer weiter Bahn bricht. So zum Beispiel bin ich durch den guten Dekal Dent, der sich aktuell auf YouTube und Twitch all diese Schwurbelvideos reinzieht und dann darüber schnackt, auch auf 2 Polizisten gestoßen, die sich ganz klar zur rechtsextremen Reichsbürgerszene bekennen. Das wirklich Absurde ist allerdings, dass sie, obwohl sie auftreten und reden in diesem Sinne halten, sich ihrer Taten und zum Teil auch verbal geäußerten strafrechtlich relevanten Taten überhaupt nicht bewusst sind. Als Polizisten, im Gegenteil. Einer der beiden mokiert sich sogar noch darüber, dass man ihn von Dienst suspendiert hat, weil man dann bei ihm zu Hause bei einer anschließenden Hausdurchsuchung, die man zum Glück durchgeführt hat, sogar einen Reichsbürgerausweis gefunden hat. Im Rahmen des Disziplinarverfahrens wird mir vorgehalten, ich sei Reichsbürger, weil ich ein reichsbürgertypisches Verhalten gezeigt habe. Ich habe einen Ausweis beantragt, den Staatsangehörigkeitenausweis, in einem völlig anderen Kontext. Und der hat sich einen Reichspass schicken lassen. Also, das läuft ja ein Disziplinarverfahren, weil ich angeblich reichsbürgerähnliches Verhalten aufgezeigt habe. Und das nur, weil ich mir einen Reichspass besorgt habe. Das wird man ja wohl noch tun dürfen. Der schwört der Bundesrepublik Deutschland ab und vertritt eine Reichsbürgerideologie. Ihr wisst schon, die Bundesrepublik gibt es gar nicht. All dieses Geschwurbel und Gefasel mit all seinen wirren und verqueren Verschwörungen dahinter und wundert sich allen Ernstes darüber und ist sich keiner Schuld bewusst, was er denn da tut. Abgesehen davon, dass er als Polizist natürlich einen Auftrag hat, nämlich die Bürger und Rechte unseres freiheitlich-demokratischen Landes der Bundesrepublik Deutschland zu schützen. Das ist sein Job. Ich kann nur noch mal betonen, solche Personen ausfindig zu machen, dafür müssen mehr Mittel und mehr Zeit aufgewendet werden, denn diese innerbehördlichen Ermittlungen, die müssen in Zukunft einfach verstärkt und auch öffentlichkeitswirksam stattfinden, damit die Menschen in Deutschland überhaupt wieder gutes, vernünftiges Vertrauen in die Polizei und die Polizisten fassen hören. Denn aktuell ist der Ruf echt bei weitem nicht der beste. Und er wird so nicht besser. Ganz im Gegenteil. Dank solcher Mitglieder und Idioten, die sich dazu auch noch öffentlich äußern und eine öffentliche Bühne suchen, wird alles eher immer schlimmer. Und auch das trägt weiter zu einer Spaltung bei, die hier in Deutschland so rasend schnell vorangeht und bei der ich nicht davon überzeugt bin, dass wir die in dieser Generation wieder in den Griff kriegen. Denn was da bei den Demos auf der Straße ist, was eben auch, was weiß ich, Polizei, Arbeitsamt, Finanzamt und andere Behörden unterwandert und sich da langsam so krebsgeschwürartig ausbreitet, das ist einfach eine Sache, die kriegst du nicht mehr weg. Solche Menschen entscheiden doch nicht von heute auf morgen, ach ja, stimmt, war eine blöde Idee. Die sind nicht mehr so einfach in die, in Anführungsstrichen, normale Gesellschaft, ich sag's extra in Anführungsstrichen, zu reintegrieren. Wo soll das noch hin? Falls ihr da Ideen habt oder auch einfach nur Gedanken zu dem Thema, die ihr gerne teilen wollt, weil ihr euch auch zum Beispiel Sorgen macht oder weil ihr euch gar keine Sorgen macht, dann tauscht euch gerne in den Kommentaren darüber aus. Bleibt vernünftig, ihr wisst ja, wer
will, muss freundlich sein. Ja, ich musste das ein bisschen zensieren. YouTube ist zurzeit wieder mega picky, was Demonetarisierung von Videos angeht. Naja gut, große Hoffnung mache ich mir nicht beim Thema Reichsbürger. Aber eure Gedanken und auch die Gründe dafür einfach in die Comments. Ich bin ultra gespannt. Leider müssen wir noch ganz kurz bei dem Thema bleiben, denn der selbsternannte König von Deutschland, also der Reichsbürgerkönig schlechthin, Peter Fitzek, hat es tatsächlich geschafft, hier in Deutschland eine Reichsbürgerbank zu eröffnen. Bei der sogenannten Gemeinschaftskasse kann man eine Art Konto oder Sparbuch eröffnen und dabei, denn das ist die Voraussetzung, sich gleich noch zu Fitzeks Königreich Deutschland bekennen. Also der deutschen Staatsangehörigkeit abschwören, Reichsbürger werden, dann da Geld einzahlen, denn diese Bank ist was ganz anderes als alle anderen Banken. Wie genau die funktionieren sollen, das verrät Fitzek einfach keinem, warum auch. Aber Leuten Geld aus dem Kreuz zu leiern, sind wir ganz ehrlich, das klappt heutzutage auch mit noch sonst was für dummen Aktionen. Trotzdem verspricht die Bank auch Investoren Gewinne, denn es gibt zum Beispiel Beratungsgebühren und da man immer mehr Investoren zusammenschraubt, um dabei überhaupt über die Runden zu kommen, offensichtlich auch ein mehr oder minder schlecht ausgeklügeltes Schneeballprinzip, das aktuell noch geprüft wird, denn diese Bank ist eine absolute Grauzone und ob die in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten bestehen bleibt, wird sich zeigen. Fest steht, dass dieses Geldinstitut, was jetzt in einem ehemaligen Friseursalon hochgezogen worden ist, eine ganz öffentliche Anlaufstelle für sämtliche Reichsbürger des Bundesgebiets ist und für alle die, die es noch werden wollen. Und ich hätte da an der Stelle einen guten Vorschlag. Lieber Verfassungsschutz, da stehen doch bestimmt noch ein paar schöne Immobilien drumrum. Stellt da doch einfach mal ein Büro hin, setzt euch ans Fenster und schreibt fleißig mit. Denn ihr tut doch immer so, als wäre es so wahnsinnig schwer, diese Feinde der deutschen Verfassung zu finden. Nun, jetzt haben sie ihren eigenen kleinen Tempel. Da müsst ihr einfach nur mal hinschauen. Also, ich will jetzt hier nicht den Job des Verfassungsschutzes machen, aber komm. Die Idee ist nicht ganz so kacke, oder? Und bringen wir es auf den Punkt. Verbesserungsvorschläge brauchen die Jungs und Mädels beim Verfassungsschutz allemal. Ich möchte euch aus diesem Video auf gar keinen Fall ohne positive Nachrichten entlassen, denn eine Sache ist passiert und die ist gut. Rollen wir die Geschichte allerdings von Anfang an aus. Viele der Corona-Skeptiker und Demonstranten, die so unterwegs sind, haben im Prinzip nur einen Plan. Das ist unter anderem der, den die AfD seit Anfang ihres Bestehens verfolgt und der sich auch auf alles andere anwenden lässt, was die Typen in ihrem Köpfchen sich so ausmalen. Nämlich, sich selbst möglichst dauerhaft als Opfer zu stilisieren. Und dafür ist kein Vergleich geschmacklos genug. So kam es in letzter Zeit immer wieder vor, dass diese Esoterik-Extremisten mit Judensternen oder Judenvergleichen aufgefallen sind. Da gibt es dann Plakate, auf denen sinngemäß sowas steht wie: Heute nennt man sie Aluhutträger, im Zweiten Weltkrieg nannte man sie Juden. Heißt quasi jemand, der sich angegriffen fühlt, weil man sein Impfgegnertum und sein verschwurbeltes Verschwörungsextremistendenken einfach als das bezeichnet, was es ist. Nämlich krasser Bullshit, möchte sich auf die geschmackloseste Art und Weise, die mir einfällt, mit einer Gruppe von Menschen gleichsetzen, die ausgerottet werden sollte, die millionenfach umgebracht wurde. Das ist nicht nur in allen Belangen völlig falsch, das ist einfach nur krank. Aber so kam es auch vor, dass Demonstranten durch die Gegend liefen mit Judensternen auf ihren Klamotten, auf denen zum Beispiel ungeimpft stand. Die Message dahinter also klar: Wer zwangsgeimpft wird, was es nicht gibt, soll ausgerottet werden, was nicht der Fall ist. Und deshalb ist dieser Tabubruch jetzt auch rechtlich relevant und kann bestraft werden. Für die Zukunft also eine vernünftige und wegweisende Entscheidung. Diese Idioten können nicht auf die Straße rennen und sich über absolut alles und jeden hinwegsetzen. Deshalb für mich ganz klar ein Schritt in eine richtige und wichtige Richtung. Und jetzt wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Haltet die Ohren steif, wir kommen da irgendwie durch. Bleibt mir gesund und wenn ihr Bock habt, schaut jetzt noch ein paar andere Videos. Findet ihr hier einfach auf diesem Bildschirm oder guckt mal in die Videobeschreibung. Und wenn ihr mit der Maus da gerade runterfahrt, klickt gleich noch einen Daumen hoch. Vielen lieben Dank für euren Support. Hört unseren Podcast oder gebt euch einen der anderen interessanten Links, die ihr da so findet. Vergesst nicht auch einen Kommentar dazu lassen. Und jetzt schön hier, komm, Brofist hin. 3, 2, 1 und BAM!